So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 36. Das ist der Antrag Fraktion der Freien Demokraten Wolfsromantik beenden. Wirksame Maßnahmen zum Schutz der Weidetiere ergreifen, Drucksache 21/19/20, zusammen mit dem Dringlichen Antrag von Fraktion CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Weidetierhaltung in Hessen unterstützen. Das ist die Nummer 21/39/20. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes von den Freien Demokraten erteile ich Frau Knell das Wort. Er hat das liegen lassen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Der Wolf ist in Hessen angekommen. Die Meldungen über Wolfssichtungen, Begegnungen beim Spazierengehen im Vogelsberg, Wolfsrisse, aber auch jetzt wieder ein totgefahrener Wolf auf der Autobahn oder auf der Straße in Frankfurt. Nehmen wir zur Kenntnis. Wir haben das diese Woche erst wieder erlebt. Der Wolf ist also da. Und Experten sind sich einig, dass eine feste Ansiedlung von zwei Wölfen auch kurz bevorsteht. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir auch in Hessen wieder ein Wolfsrudel haben werden, mindestens eins. Deshalb muss es uns darum gehen, dass wir gut vorbereitet sind. Und wenn der Wolf politisch gewollt ist, dann darf das nicht auf dem Rücken der Weidetierhalter ausgetragen werden. Die sind genauso wie die Bauern aus nackter Existenznot jetzt kürzlich hier auch in Wiesbaden auf die Straße gegangen, um gegen die hessische Wolfspolitik zu demonstrieren. Und jetzt kann man darüber hinwegsehen und sagen, na ja, die 27 Schafe und ein paar Kälber, die gerissen worden sind, dann sollen die halt entschädigt werden, und dann ist gut. Aber wer so argumentiert, der versteht nicht, was Schäfer und Landwirte mit ihren Tieren verbindet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit Weidetierhaltung was zu tun hat oder hatte. Ich bin mit der Pferdehaltung groß geworden. Bei uns standen die Pferde direkt hinterm Haus, am Waldrand, den Großteil des Jahres über draußen auf der Weide, auch Fohlen. Von daher kann ich die Ängste um die Tiere sehr gut nachvollziehen. Es ist nämlich nicht nur der wirtschaftliche Schaden, der entsteht. Es ist die blanke Angst um die eigenen Tiere. Und das Wenn man mit den Schäfern spricht, das führt zu schlaflosen Nächten, weil auch die wolfssicheren Zäune bieten letztlich keinen ausreichenden Schutz, wie man in anderen Bundesländern sehen kann. Ein Schäfer sagte mir am Rande der Demo, ja, ich hatte einen wolfssicheren Zaun, aber das hat den Wolf nicht interessiert. Denn er ist trotzdem in die Herde eingedrungen, und er hat mehrere Schafe getötet und andere verletzt. Und das geht hin bis zu der Tatsache, dass der Wolf trächtigen Schafen die Lämmer aus dem Leib reißt. Das sind Bilder, die man so schnell nicht wieder aus dem Kopf bekommt, wenn man dann zu seinen Tieren auf die Wiese geht. Und was man auch nicht vergessen darf, Schafhalter sind ja überwiegend Familienbetriebe im Nebenerwerb. Und diejenigen, die schon einmal von einem Wolfsriss betroffen sind, sagen uns dann meist jetzt sehr resigniert, dass sie das nicht noch einmal erleben wollen und dass sie auch dann wirklich darüber nachdenken, die Schafhaltung aufzugeben. Weil wirtschaftlich ist die Weidetierhaltung eben einer der einkommensschwächsten Zweige der Landwirtschaft. Das heißt, dass Schaf- und Ziegenhalter ja wirklich einfach mit viel Herzblut und Idealismus diese Form betreiben. Und dessen sollte man sich auch bei dieser Debatte bewusst sein. Dazu kommt auch, dass die Weidetierhaltung für die Biodiversität und die Artenvielfalt und auch für die Offenhaltung unserer Kulturlandschaft enorm wichtig ist. Gerade in den Bereichen, wo jetzt eine Wolfsansiedlung vielleicht im Raum steht, nämlich im Vogelsberg oder in der Rhön, ist Weidetierhaltung ja eine bevorzugte Form der Landwirtschaft. Und deshalb müssen wir endlich ohne irgendwelche romantischen Vorstellungen darüber reden, wie wir die Entwicklung der Wolfspopulation entsprechend steuern können. Der Schutz des Wolfes darf nicht am Ende die Weidetierhaltung in Hessen gefährden. (lacht)
Aber offensichtlich gibt es aus dem Umweltministerium hierzu keine ernsthaften Angebote an die Weidetierhalter. Wenn wir uns auch an die 31 €, die jetzt auf 40 € aufgestockt wurden, erinnern, dann können das ganz, ganz viele gar nicht beantragen. Die Gelder sind ja auch noch gar nicht groß abgerufen worden. Es hilft auch übrigens den, das ist meine Kenntnis, dass das meiste Geld noch nicht abgerufen wurde und dass das auch mit ein Grund ist, warum man natürlich die Gelder aufstockt, damit die wenigen, die es in Anspruch nehmen können, dann auch die Gelder ausnutzen können. Aber das Problem ist ja, dass das alles viel zu kompliziert ist und dass das auch für Halter von Alpakas, Eseln, Pferden usw. so überhaupt gar nicht in Betracht kommt. Aber gut, jetzt gab es dieses Gespräch am Dienstag. Und die Enttäuschung der Weidetierhalter nach dem Gespräch zeigt ja, dass es wieder so die übliche Masche ist. Ja, wir sagen, wir reden mit denen, aber es gibt kein Entgegenkommen. Und dann lese ich gestern in der Frankfurter Rundschau, dass man den Weidetierhaltern erzählt hat, dass der Haushalt auch keine Unterstützung mehr hergebe. So, und das ist schon recht abenteuerlich, weil der Haushalt ist ja jetzt noch gar nicht beschlossen. Und deshalb könnten wir als Parlament natürlich das schon noch ändern. Und wir haben dazu auch einen Antrag gestellt, der die Mittel zum Schutz vor dem Wolf verdoppeln sollte. Schwarz-Grün hat diesen Antrag aber ohne jegliche Begründung abgelehnt. So. Deswegen unterbreite ich jetzt mal hier noch mal das Angebot, dass wir gerne gemeinsam in einer dritten Lesung eine entsprechende Änderung des Haushaltstitels vornehmen könnten. Man könnte auch die ganzen bürokratischen Anforderungen runterschrauben. Und in der allgemeinen Rücklage des Ministeriums befindet sich auch noch genug Geld, um hier ein Entgegenkommen für die Weidetierhalter in Hessen zu zeigen. Wir Freie Demokraten wollen aber noch ein paar Schritte weitergehen. Denn wir fordern, die Fördermöglichkeiten für Weidetierhalter deutlich aufzustocken, zu entbürokratisieren und auch die Bedürfnisse von den kleineren Betrieben im Rahmen der Förderung zu verbessern. Da müssen wir auch die De Minimis-Regelung aufheben. Und wir fänden es auch gut, wenn wir eine Beweislastumkehr nach sächsischem Vorbild prüfen würden. Weil dann muss nicht mehr bewiesen werden, dass es ein Wolf war, sondern genau andersrum. Dann muss bewiesen werden, dass es kein Wolf war. Und das würde denjenigen auch schon sehr helfen. Und ich möchte dabei festhalten, dass es sich bei der Förderung für den Wolfsschutz nicht um eine Landwirtschaftssubvention im europäischen Sinne handelt. Es ist vielmehr eine Naturschutzausgabe, die aus dem Umwelthaushalt finanziert werden muss. Erstens, weil Weidetierhalter nicht gegen Landwirte ausgespielt werden sollen, und zweitens, weil es sich bei der Wolfspolitik um eine naturschutzrechtliche, aber auch eine politische Frage und den Umgang damit handelt. Und auch, weil es in aller Interesse ist, dass der Wolf eben nicht lernt, unsere Nutztiere zu reißen. Und eins ist klar, die Wolfsromantik, die einige an den Tag legen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wolf ein Wildtier ist. Deswegen muss er auch so behandelt werden. Und deswegen muss ja auch ins Jagdrecht aufgenommen werden. Und zudem sollte sich auch die Landesregierung auf Bundesebene für eine Bestandsobergrenze, analog den Bedingungen, die wir in Schweden und Finnland haben, einsetzen, um die Zahl der Wölfe dann auch zu regulieren. Wir glauben, kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Knell. Ja, wir glauben, dass wir bundesweit Wolfsgebiete ausweisen müssen, mit dem Ziel, wolfsfreie Gebiete in den Grünlandregionen zu schaffen. Es darf nicht sein, dass wir eine einseitige Vorstellung von Natur zum Erhalt der Artenvielfalt dann konterkarieren. Deswegen rufe ich Sie alle auf, nehmen Sie die Proteste der Weidetierhalter bitte ernst. Es reicht nicht, alle nur an einen Tisch zu holen, sondern wir müssen dann auch zuhören und vor allem handeln. Danke sehr, Frau Knell. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Arnold gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Knell, bei allem Respekt und auch Wertschätzung, Sie legen großen Wert immer darauf, dass Sie doch fachlich so versiert sind. Dann hätte ich mir jetzt in diesem Vortrag zum Thema Wolf auch ein bisschen weniger Polemik, ein bisschen weniger Mutmaßungen und ein bisschen mehr Fachlichkeit gewünscht. Das steht Ihnen viel, viel besser. Der Wolf, das ist richtig, der Wolf ist zurück in Deutschland, und sein Weg kreuzt auch Hessen. Und je nachdem, mit wem man spricht, wird dies von den einen als Glücksfall gesehen, von anderen als gelinde gesagt problematisch. Und heute beobachten wir steigende Populationszahlen, vor allem in den neuen Bundesländern, aber auch in Hessen.
gibt es vermehrt Sichtungen. Aus Perspektive der Artenvielfalt und der Ökologie erscheint diese Entwicklung zunächst auch sehr positiv. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die alten Konflikte, die letztlich für die frühere Ausrottung des Wolfes in unserer Hemisphäre ursächlich waren und durch eine neuerlich wachsende Population wieder hervorbrechen. Und es ist unsere Aufgabe, hier eine Strategie zu entwickeln, die die empfindliche Balance zwischen Artenschutz und Herdenschutz aufrechterhält. Und wir haben in der zugehörigen Debatte mittlerweile einen Grad der Emotionalisierung erreicht, der leider die Erarbeitung produktiver Lösungsmodelle immer schwieriger macht. Man betrachte allein die Wortwahl der FDP, Wolfsromantik beenden. Genau diese Art des populistischen Sprachgebrauchs ist es letztlich, die die Fronten verhärtet und konstruktive Arbeit erschwert. Versuchen wir also, anstatt hohle Phrasen zu dreschen, einen sachlichen Blick auf die Situation zu werfen. Tierwohl und Weidetierhaltung widersprechen sich nicht. Im Gegenteil. Fakt ist, dass die Weidetierhalter in Hessen durch ökologische und natürliche Haltung ihrer Nutztiere zu einer gesunden Umwelt beitragen, beispielsweise für die Insektenpopulation und für unsere Kulturlandschaft und auch den Grünlanderhalt. Fakt ist auch, dass beispielsweise der Schäferberuf selbst vom Aussterben bedroht ist. Und dies hängt vor allem mit der schweren körperlichen Arbeit und auch dem geringen zu erwartenden Einkommen zusammen. Durch zusätzliche Kosten, die durch den Herdenschutz entstehen, werden natürlich Schäfer vor teilweise existenzielle Herausforderungen gestellt. Das negiert hier niemand. Und hinzu kommt eine psychologische Komponente, die im Diskurs meiner Meinung nach oft zu kurz kommt. Morgens zur Weide gehen und als tierlieber Mensch gerissene Tiere aufzufinden, um deren Wohlergehen man sich leidenschaftlich gekümmert hat, ist eine Belastung für die Weidetierhalter, die man nicht anders als traumatisch bezeichnen kann. Und wir brauchen hier mehr Empathie und ein größeres Verständnis für die Ängste, die unter den betroffenen Tierhaltern grassieren. Wir müssen uns also die Frage stellen, wie viel Wolf die bestehende Kultur verträgt und ob eine Population ab einer gewissen Größe nicht nur Gefahren für die Weidetierhaltung, sondern möglicherweise auch für den Menschen bergen könnte. Es ist aber zwingend notwendig, dass wir uns diesen Fragen wissenschaftlich nähern und definieren, welche Stückzahl für unsere Hemisphäre vertretbar ist. Denn die Regulierung des Wolfs ist zeitgleich Tierschutz für andere Arten. Das dürfen wir aus unserer Sicht in der Debatte nicht vernachlässigen. Und da es sich bei dem Wolf um eine gefährdete und geschützte Art handelt, ist für das Ob und für das Wie der Regulierung aber der Bund verantwortlich. Und nun hat der Bundesgesetzgeber mit der Einführung des § 45a in das Bundesnaturschutzgesetz die Grundlagen geschaffen, auffällige Tiere zu entnehmen. Dadurch könnten ernste Schäden in der Land- und Forstwirtschaft und auch Gefahren für den Menschen verringert werden. Wir begrüßen diese Entscheidung und werden die Entwicklung genau beobachten. Und auf Grundlage dieser Beobachtung werden wir prüfen, ob weitergehende Schritte wie die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht ein geeigneter Weg für die Erhaltung der bereits erwähnten Balance sein kann. Die Entnahme von Wölfen ist aber als letzter Schritt glücklicherweise nicht der einzige Weg, wie wir unsere Kulturlandschaft beschützen und den Weidetierhaltern helfen können. Denn die Zukunft der Weidetierhaltung entscheidet sich bei allem Verständnis für die Sorgen und auch die Nöte nicht zuvorderst am Umgang mit dem Wolf. Wir müssen alle Herausforderungen in den Blick nehmen. Und die Landesregierung hat bereits in den vergangenen Jahren umfangreiche Unterstützungsangebote für Weidetierhalter zur Verfügung gestellt, die in den Herdenschutz investieren. Wir wollen, dass diese Unterstützungsangebote weiter bedarfsgerecht ausgebaut werden. Wir werden einerseits beim Bund für eine auskömmliche Tierprämie uns einsetzen, die die Haltungsformen besser abbildet als die einheitliche Flächenprämie. Und sollten wir den Bund hier nicht
als Partner gewinnen können, werden wir prüfen, welche Spielräume für eine solche Prämierung im hessischen Haushalt bestehen. Andererseits plädieren wir dafür, die Weidetierprämie Plus, mit der Schaf- und Ziegenhalter beim Schutz der Herden unterstützt werden sollen, deutlich anzuheben. Und wie ich in Gesprächen mit Betroffenen erfahren konnte, dürfen wir hier aber auch den Faktor der Entbürokratisierung nicht vernachlässigen. Die Weidetierhaltung ist ein zeitintensiver Job. Nicht jeder hat die Zeit und auch die Ressourcen, sich ausführlich mit komplexen Förderrichtlinien und Antragsunterlagen zu beschäftigen. Wir brauchen praxistaugliche und bürokratiearme Unterstützungsangebote für die Weidetierhalter, und dafür werden wir uns einsetzen. Damit die Weidetierhaltung eine auskömmliche Form der Landwirtschaft wird, da spielten wir nichts gegeneinander aus, und ihre wichtige Aufgabe für unser Ökosystem und die Kulturlandschaft erfüllen kann, müssen wir aber auch auf den Fall vorbereitet sein, in welchen die Schutzmaßnahmen erfolglos blieben. Im Fall von Tierverlusten durch unvermeidbare Wolfsrisse wollen wir daher eine angemessene und unbürokratische finanzielle Entschädigung bereitstellen. Unser Ziel ist die Erhaltung der empfindlichen Balance zwischen Herden- und Artenschutz. Weniger Bürokratie, mehr Mittel für den Herdenschutz und eine wissenschaftliche Prüfung der Regulierung der Wolfsbestände sind dazu unser Handwerkszeug, abgerundet durch ein kompetentes Informationsangebot und unser Wolfsmanagementsystem. Rhetorische Aufwiegelungen, wie die FDP sie betreibt, lehnen wir ab. Stattdessen werden wir weiter in engen Gesprächen mit den Weidetierhaltern und auch den Naturschutzverbänden den richtigen Weg sondieren und für eine konfliktarme Koexistenz von Wolf und Weidetier in Hessen sorgen. Herzlichen Dank. Danke sehr, Frau Arnold. Für die Fraktion der LINKEN hat sich Frau Scheuch-Paschkewitz gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, und besonders grüße ich und spreche ich die Kolleginnen und Kollegen der FDP an. Sie identifizieren in Ihrem Antrag den falschen, nämlich den Wolf, als die existenzielle Bedrohung der Weidetierhaltung. Das ist populistisch und falsch. Es ist ein großartiger Erfolg im Naturschutz, dass Wölfe in Deutschland und in Hessen wieder einen Lebensraum gefunden haben. Es ist völlig falsch, aus der Not heraus reflexartig Angst vor dem bösen Wolf zu schüren. Eine Not der Weidetierhalterinnen und Halter ist allerdings sehr real. Hauptursache der Sorgen der Schäferinnen und Schäfer ist aber sicher nicht der Wolf. Er hält hier nur als Sündenbock her, um die Debatte zu verschärfen und um die prekäre Situation der Schäferinnen und Schäfer möglichst emotional aufs Tablett zu bringen. Die Bedrohung der Weidetierhalterinnen ist vor allem ihre finanzielle Notlage. Wir brauchen endlich eine existenzsichernde Bezahlung für wichtige Gemeinwohlarbeit der Weidetierhalterinnen. Dass dies in den letzten Jahren verweigert wurde, ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung bei den Tierhalterinnen und Haltern. Diese pflegen die Natur, sie halten die Agrarlandschaft und werden durch den Markt nicht entlohnt. Viele Schäferinnen und Schäfer erwirtschaften nicht einmal den Mindestlohn, trotz Agrarförderung. Wir setzen uns schon lange auf Bundesebene für Sofortmaßnahmen für den Schutz weidetierhaltender Betriebe ein, unter anderem durch einen Rechtsanspruch auf Unterstützung für Herdenschutzmaßnahmen und den Ausgleich von Schäden durch Wolfsübergriffe. Es müssen die Anschaffungs-, Installations- und Instandhaltungskosten von Herdenschutzzäunen inklusive der Arbeitskosten sowie die Anschaffungs-, Ausbildungs- und Unterhaltskosten für Herdenschutztiere ausgeglichen werden. Wir wollen, dass bei Übergriffen
auf Nutztiere bei der Entschädigungszahlung eine Beweislastumkehr greift. Und die Entschädigungen müssen bundesweit einheitlich und unbürokratisch ausgezahlt werden. Denn selbstverständlich müssen sie und die Weidetierhalter praktisch und finanziell unterstützt werden. Der Konflikt, der sicherlich da ist, muss politisch und finanziell gelöst werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden von 12, in Worten 12 nachweislich gerissenen Tieren in den letzten 5 Jahren. Ich möchte Ihnen andere Zahlen sagen. Jährlich sterben in Hessen sogenannte Falltiere, und das sind 15.000 Schafe und Ziegen, an unvorhergesehenen Ursachen als durch den Wolf. Hierüber spricht allerdings niemand. Warum nicht? Ich bin auch sicher, dass hier ein großer Teil vermeidbar gewesen wäre. Dagegen sind die Lösungsvorschläge im vorliegenden Antrag, wie die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht oder die Ausweisung spezieller Wolfsgebiete, nicht zielführend. Eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags belegt, dass die Einrichtung von wolfsfreien Zonen mit dem aktuellen geltenden Bundesnaturschutzgesetz nicht vereinbar ist. Abgesehen von diesen rechtlichen Hindernissen werden auch grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Eignung solcher Maßnahmen zur Abkehr von Wölfen geltend gemacht. Eine Hauptursache liegt darin, dass der Wolf ein Wandertier ist, das weite Strecken zurücklegt. Wölfe haben darüber hinaus einen hervorragenden Geruchssinn, der sie befähigt, Pferden über weite Strecken aufzugreifen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass es immer wieder vorkommen wird, dass insbesondere Jungwölfe, die sich von ihrem Rudel trennen, um ein eigenes Rudel zu gründen, die Pferde eines anderen Wolfes aufgreifen und dieser Pferde folgen werden. Dies kann im Ergebnis dazu führen, dass immer mehr Wölfe in eine wolfsfreie Zone geführt werden und dort dann getötet werden. Und das kann bestimmt nicht Sinn dieser Maßnahme sein. Und nun zur Bejagung. Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments hat zu diesem Thema unter dem Titel Managementpläne zum Schutz vor Großraubtieren Best Practices in Europa eine Studie angefordert, die im Februar 2018 veröffentlicht wurde. Diese kommt in Bezug auf den Wolf zu dem Ergebnis, dass tödliche Maßnahmen wie die vorsorgliche Tötung oder die Jagd sich nicht als wirksame Maßnahme erwiesen haben, um Verluste bei Nutztieren zu verringern. Es sei denn, die Population des Wolfes wird so stark reduziert, dass dies nicht mehr mit dem erforderlichen Schutzstatus des Wolfes vereinbar ist. Zahlreiche weitere Untersuchungen, insbesondere in den skandinavischen Ländern durchgeführt worden, bestätigen das. Verschiedene Studien haben darüber hinaus die Bedeutung von dem ausreichenden Vorhandensein natürlicher, und jetzt aufgepasst, die Jäger unter Ihnen und die Jägerinnen, fehlt es nämlich an natürlicher Beute, so kann dies die Gefahr von Nutztierrissen sogar erhöhen. Danach kommt es zur Vermeidung von Nutztierrissen auch darauf an, dass der Bestand insbesondere an Rehen, Rothirschen und Wildschweinen in einem Wolfsgebiet nicht zu stark dezimiert werden darf. Ein Aspekt, der in der bisherigen Diskussion kaum zum Tragen gekommen ist. Also, statten Sie die Schäferinnen und Schäfer endlich ausreichend aus, dann ist ein friedliches Zusammenleben von Wölfen und Weidetierhalterinnen und Weidetierhaltern in Hessen genauso möglich wie in Rumänien und in Italien. Vielen Dank. Danke, Frau Scheuch-Paschkewitz. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Schenk zu Wort gemeldet. Herr Präsident, verehrte Kollegen, Besucher auf der Tribüne und am Livestream.
Die FDP hat den Sachverhalt in weiten Teilen zutreffend dargelegt. Die LINKE hat aber letztlich keine Lösung geboten. Da war also Fehlanzeige. Auch die CDU hat im Prinzip nur die Probleme aufgezeigt, aber keine Lösung angeboten. Und Ponyhof-Romantik von den LINKEN und exotische Vorstellungen haben wir da jetzt gehört. Beim Thema Wolf versus Weidetier- und Schafhaltung muss man sich entscheiden. Sowohl als auch ist meines Erachtens keine Lösung. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und das geht in Schweden. In Schweden gibt es keine Wölfe im Bereich der Rentiere. Warum soll das bei uns anders sein? Wenn wir Weidetierhaltung, das heißt wolfsfreie Zonen in allen Gebieten, wo Schaf- und Weidetierhaltung betrieben wird. Ich bin überzeugt, nur so lässt sich die vorhandene Kulturlandschaft speziell in meiner nordostfriesischen Heimat erhalten. Wir haben hier nur noch Hobbyschäfer. Das heißt, die haben sozusagen keinen Gewinn zu erwarten. Und die leben auch nicht davon. Da kann keiner von leben. Mit den Wölfen werden sie sich nicht arrangieren. Die hören dann einfach auf. Und jetzt muss man auch wissen, die Herdenhaltung ist ja die älteste Tierhaltungsform überhaupt. Ja? Und auch die natürlichste Form der Tierhaltung. Und da ist man in einem Konflikt. Diesen Konflikt, den muss man auch am Ende lösen. Sonst hat man eben diese Tierhaltungsform nicht mehr. Wolfsromantik, heile Weltromantik und nebulöses Wolfsmanagement, sichere Zäune, wolfssichere Zäune, dem Glauben, es könne ein irgendwie einträchtiges Nebeneinander geben, das ist alles Fantasie. Es ist meines Erachtens sind Tagträumer und Realitätsverweigerer, die sich nicht die selbst nicht betroffen sind und die sich in ihrem Gutsein besonders wohlfühlen. Sie verabreichen Schlaftabletten für Naive. Sie blenden die Realität aus. Die Realität sieht anders aus. Wölfe sind von Hause aus Steppentiere. Sie leben gut in weitgehend menschenleeren Gebieten in Russland und den Anrainerstaaten, in Nordamerika, Kanada, Alaska. Ein Rudel jagt in einem Bereich von 300 Quadratkilometern. Wo gibt es das in Hessen? Benennen Sie bitte an mir irgendeine Region, wo Sie dafür sind, dass man dort Wolfsrudeln oder Wölfe eben in vertretbarem Umfang ansiedeln kann. Das müssen Sie, die Frage müssen Sie beantworten. Ja? In unserer dicht besiedelten urbanen Kulturlandschaft ziehen Sie sich da nur lediglich als Versteck in die bewaldeten Gebiete zurück. Es sind Beutegreifer, die bevorzugt in Rudeln leben und auch dort und so jagen. Als Karniforen, reine Fleischfresser. Sie werden nie Vegetarier werden. Da können Sie mit denen also noch so lange üben. Kennen Sie die Vermehrungsrate? Denn das muss man ja auch ansprechen. Sie wird mit 30% angegeben. Das heißt, ganz einfach einen Taschenrechner nehmen. Aus 1.000 sind in 10 Jahren 13.000. Ich erinnere da nur an die Waschbärpopulation. Auch dort haben wir das Problem. Seit Menschengedenken mussten die Hirten ihre Herden gegen Wölfe verteidigen, speziell Schafe, Ziegen, Kälber, Fohlen, Gänse, Hühner usw. So standen immer schon bei den Wölfen ganz oben auf der Speiseliste. Wenn der Wolf in eine Herde einbricht, dann frisst er nicht nur sich satt, er hinterlässt ein Schlachtfeld verletzter, aufgerissener und toter Tiere. Das hat die Frau Knell ja sozusagen prima dargelegt. In meiner Heimat, ganz in der Nähe in Melsungen, hat ein gewisser Rittmeister von Wolf seinen letzten Namensvetter am 18. November im Jahre 1805 erlegt. Und dafür wurde ihm ein Denkmal gesetzt, ein sogenannter Wolfsstein. Und davon gibt es 30 Stück hier bei uns in Deutschland. Und im Februar 2016 hat ein Wolfsrudel über Nacht 70 Schafe und Ziegen in Sachsen gerissen. Das können Sie in der Zeitung nachlesen. Die Herde hatte 130 Tiere und war vorschriftsmäßig mit wolfsicherem Elektrozaun geschützt. Man weiß nicht, wie die Wölfe da reingekommen sind. Zurück blieb eine zerstreute, traumatisierte Herde und viele Verlammungen. Im Vorfeld ist immer auch die Angst, die Ohnmacht, und die macht krank. Für jeden Weidetierhalter und Schafhalter, die macht die krank. Ich war bei einigen Rissen auch bei uns in Nordhessen gewesen. Die standen sozusagen vor der Frage, machen wir weiter oder hören wir auf. Ja? Und das ist eben auch eine enorme psychische Belastung, und die muss man ebenfalls mit einpreisen, wenn Sie hier Wolfsromantik betreiben. In den letzten Jahren
Mittlerweile ist es ja schon so weit, dass Bürger schon Waldspaziergänge vermeiden. Bei uns in der Zeitung wird ja immer wieder auch das Thema aufgegriffen, weil wir in kurzen Abständen diese Wolfsrisse haben. Das kennen Sie ja, Frau Knell, Sie sind ja da informiert. Und da ist vollkommen klar, da geht man nicht mehr so unbefangen in den Wald, wenn man weiß, genau in diesem Wald streunern da zwei Wölfe rum. Also das ist schon ein bisschen eine psychische... Ja, natürlich. Sie können ja da hingehen, Frau Paschkewitz. Wir unterstützen deshalb nachdrücklich und die Forderungen der Schaf- und Weidetierhalter. Aus Gründen des Tierschutzes, und aber auch aus humanitären Gründen, die habe ich ja gerade dargelegt. Man kann den Betroffenen diese entsetzlichen Anblicke nicht immer zumuten wollen, nur um diese Sache sozusagen da mit dem Ideologiegetrieben halt am Leben zu erhalten. Sie zerstören praktisch die Weide- und Schafhaltung hier in Hessen mit dieser Politik. Das ist unweigerlich, wird das so kommen. Und auf der Demonstration der Schafzüchter war ja hier der Marco Männle, der Berufsschäfer aus Brandenburg. Der hat 600 Schafe, hat 18 Herdenschutz, hat 18 Herdenschutzhunde, der für den Naturschutz, und er arbeitet für den Naturschutz in Brandenburg auf den Deichen. Er hat Ihnen, Frau Ministerin, sehr eindrücklich seine Erfahrungen aus der Wirklichkeit berichtet. Und er hat auch betont, dass Herdenschutzhunde nur dann wirksam sind, wenn sie gegenüber den Wölfen in der Mehrheit sind. Dass ihn das jährlich 40.000 € kostet, hat er Ihnen auch erzählt. Und dass es riesige Probleme gibt bei den Herdenschutzhunden mit Spaziergängern, auch mit den Hunden, die Spaziergänger sozusagen in der Nähe mitführen. Die Herdenschutzhunde reagieren darauf. Vielfach sind auch Spaziergänger unvernünftig und wollen die Schäfchen streicheln oder so. Das führt dann immer zu Konflikten. Frau Ministerin, auch dort haben Sie praktisch nur Wolfsromantik angeboten, keine Lösung. Aus dem Gesagten ziehe ich den Schluss, es gibt wohl auch keine, ich sehe nur eine, entweder oder, das, was ich am Anfang schon betont habe. Schaf- und Weidetierhaltung geht nur in den Zonen, wo keine Wölfe leben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. So. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Lotz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wissen Sie, was ich bei dieser ganzen Diskussion, was mich ärgert? Wir könnten aus meiner Sicht beim Thema Wolf mindestens 5 Jahre weiter sein. Die Arbeitsverweigerung, Frau Ministerin, hat Unfrieden und Verunsicherung geschaffen. Unfrieden zwischen Weidetierhaltern, Naturschützern und Jägern. Sie hat auch für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Und vor allem hat sie einem überhaupt nichts genutzt, nämlich dem Wolf. Und dann stellen Sie sich auf der Demo am 15. Januar hin, Frau Hinz, und erklären, wie üblich, wer daran schuld ist, nämlich alle, außer das Hessische Ministerium. Und das nicht nur einmal in diesen 5 Jahren. Ich kann es nicht verstehen, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, hier in Hessen die guten Beispiele aus anderen Bundesländern uns vorzunehmen und ein vernünftiges Wolfsmanagement auf die Beine zu stellen. Meine Damen und Herren, jetzt mittlerweile sprechen wir in Hessen mit Rheinland-Pfalz und ein paar anderen Bundesländern, aber da musste erst einmal demonstriert werden und vielen Leuten der Kittel brennen. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier in Wiesbaden loslaufen würden, sind wir in der Staatskanzlei in Mainz in ein paar Stunden meinetwegen. Wir brauchen aber für eine Abstimmung zwischen unseren beiden Bundesländern
ganze 5 Jahre. Frau Hinz, Sie haben im Dezember 2015 im Umweltausschuss versichert, dass Ihr Wolfsmanagement, das im Übrigen aus meiner Sicht den Namen überhaupt nicht verdient, Sie haben versichert, dass Ihr Wolfsmanagement ein lernendes System sei und neue Erkenntnisse ständig dort einfließen. Im Umkehrschluss heißt das, dass das Ministerium in den vergangenen Jahren keine neuen Erkenntnisse über den Wolf sammeln konnte. Meine Damen und Herren, und jetzt haben wir den Antrag der FDP mit dem Titel Wolfsromantik beenden. Auch wenn ich den Antrag inhaltlich für richtig halte, ist die Überschrift aus meiner Sicht missverständlich. Die Rückkehr des Wolfes stößt im Übrigen auf unterschiedliche Reaktionen. Erstens stößt sie auf Reaktionen von Menschen, die sich vor dem Wolf nicht fürchten. Zweitens Menschen, die sich zwar auf den Wolf freuen, aber sich auch fürchten. Und drittens Menschen, die sich uneingeschränkt auf den Wolf freuen und sich nicht fürchten. Aber diejenigen, die sich keine Sorgen machen und den Wolf als Bereicherung ansehen, einfach als Wolfsromantiker abzuwatschen, liebe FDP, das halte ich für fatal. Das ist auch im Prinzip nicht besser als die Wolfspolitik des Ministeriums. Frau Knell, denn es bringt nichts, meine Damen und Herren, es bringt nichts, bei dem Thema Wolf in einem Schwarz-Weiß-Schema zu denken. Es wäre ein großer Fehler, alle Wölfe in Hessen einfach abzuknallen. Es wäre aber auch ein Fehler, den Wolf so zu behandeln, als wäre er ein liebes kleines Hündchen. Meine Damen und Herren, wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, dass mögliche Geschädigte des Wolfes geschützt werden. Wir fordern daher, wenn es Wolfsrisse gibt, entschädigen Sie die Betroffenen, Weidetierhalter ausreichend und vollumfänglich. Wir müssen aber auch dann an die Herdenschutzmaßnahmen denken, sind diese ausreichend? Geben wir doch den Weidetierhaltern nicht nur ein wenig, ich habe es mal als Klimpergeld bezeichnet. Jetzt ist es ja erhöht worden, Frau Knell hat es erwähnt, von 31 auf 40 €. Aber das ist aus unserer Sicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Entschädigen Sie entsprechend vollumfänglich. Das wäre aus unserer Sicht ein guter Anfang, auch für die Weidetierhalter und für ein richtiges Wolfsmanagement. Dort kann man nämlich verbindlich festschreiben, wie die Weidetierhalter entschädigt werden, ohne dass sie um ihre Existenz fürchten müssen. Dort könnten hauptamtliche Wolfsbeauftragte mit echten Informationsveranstaltungen vor Ort in dem Land Hessen gelistet werden. Dort könnte stehen, was passiert, wenn ein Wolf durch einen PKW verletzt wird. Dort könnte geregelt sein, welche Maßnahmen präventiv ergriffen werden können, um gemeinsame, friedliche Zukunft zwischen Wolf und uns Hessen zu gewährleisten. Oder ab wann möglicherweise auch der Abschuss des Wolfes gerechtfertigt sein könnte, sowie ein Fütterungsverbot, wie dies gestaltet wird. Auch die Hybridentnahme kann dann umgesetzt werden, wie sie die neuen Sonderregelungen auf Bundesebene vorsehen. Die SPD setzt sich für gute Organisation des Zusammenlebens von uns Menschen und dem Wolf ein. Unser Ziel ist es,
Konflikte zu vermeiden und da, wo sie auftreten, diese schnell zu lösen. In unseren Augen gibt es weder Wolfshysterie noch Wolfsromantik. Was diesen Antrag der FDP angeht, ist es klar, dass die Sorge der Weidetierhalter im Sinne von Ihnen ernst genommen werden müssen und gerechtfertigt sind. Kommen Sie zum Schluss, Herr Lotz. Meine Damen und Herren, das können wir aber aktuell hier bei uns in Hessen im Umweltministerium nicht erkennen. Deswegen gucken wir mal, wie wir die Beratungen im Ausschuss zu dem Antrag hinter uns bringen. Vielen Dank. Danke, Herr Lotz. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Herrn Müller-Witzenhausen das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Knell, Sie haben leider mit der Überschrift über Ihren Antrag wieder einmal diejenigen bedient, die Sie eigentlich immer bekämpfen wollen. Versuchen Sie es beim nächsten Mal einfach wegzulassen. Es gibt keine Wolfsromantik. Es gibt auch keine Weidetierromantik oder auch keine Bauernhofromantik. Das Leben als Bauer oder auch Bäuerin ist selten romantisch. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Aber insbesondere der Beruf des Schäfers wird oft romantisch verklärt. Die meisten von Ihnen kennen das Bild des guten Hirten, der mit seinem Stab tiefenentspannt in die Landschaft guckt und seine Schafe beschützt. Die Realität sieht in der Regel ganz anders aus. Wir haben in Hessen schafhaltende Betriebe, die sehr professionell mit einer großen Anzahl von Tieren arbeiten, bis hin zu kleinen Hobbyhaltern, die entweder Grundstücke pflegen wollen oder auch einfach nur einem netten Hobby nachgehen wollen. Für fast alle gilt, die Wirtschaftlichkeit bei der Schafhaltung ist ganz schwierig darstellbar. Besonders gilt das aber für die, die Landschaftspflege betreiben. Diese Betriebsleiter müssen oft ihre ganzen Aufwendungen, die sie das Jahr über haben, Personal, Hütehunde, Herdenschutzhunde, Zaunbau, über anderthalb Jahre vorfinanzieren, bevor sie die Förderung, die dann meist aus der öffentlichen Hand kommt, bevor die dann auf ihrem Konto ankommt. Das ist nicht einfach für die Betriebe, und die Situation ist problematisch, und das erkennen wir an. Vom Erlös für Fleisch und Wolle kann man die Kosten auch nicht bestreiten, denn hierzulande ist es üblich, Lammfleisch aus Neuseeland zu kaufen, was zu Dumpingpreisen hier bei uns auf den Markt kommt. Und die Situation wird auch durch das Wiederauftauchen des Wolfes nicht besser. Aber deshalb habe ich hier das noch einmal dargestellt. Die Probleme mit den erhöhten Aufwendungen bringen das fast zum Überlaufen. Aber voll geworden ist das fast schon vorher, und zwar durch andere widrige Umstände. Und deshalb ist die Einführung einer Weidetierprämie für Schafe und Ziegen der gangbarste und wichtigste Weg aus dem Dilemma. Damit würde sich die wirtschaftliche Situation grundsätzlich verbessern lassen. Ich bin auch der Meinung, dass die Tierhalter die Schutzmaßnahmen selber in die Hand nehmen sollen und nicht, wie manche der Tierhalter mir auch schon entgegengebracht haben, dass sie darauf hoffen, dass die Behörden Personal einstellen und dann mit eigenem Personal beim Zaunbau helfen. So geht das nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die EU lässt gekoppelte Prämien im Rahmen der Direktzahlung grundsätzlich zu. In Frankreich ist das auch Realität. Und deshalb muss der Bund dafür sorgen, dass Gelder aus der ersten Säule, die bisher nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, zielgerichtet auch für eine Weidetierprämie eingesetzt werden können. Meine Damen und Herren, mehr als die Hälfte aller Direktzahlungen landen über die Landtacht bei den Eigentümern von Land und nicht bei den Bewirtschaftern. Im Osten Deutschlands sind das bereits zu 60% Investmentgesellschaften, die dieses Geld abgreifen.
Deshalb ist es so dringend notwendig, dass es zu einer Umsteuerung in der Agrarpolitik kommt und kommen muss. Solange das nicht passiert, werden die Maßnahmen, die wir hier alleine mit hessischen Landesmitteln finanzieren, aus Sicht der Tierhalter leider noch Stückwerk bleiben. Das ist so. Der große Wurf kann erst nach einer Umsteuerung der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik in Richtung einer Förderung, in Richtung der Förderung einer umweltgerechten Landwirtschaft kommen. Es ist auch recht und billig, wenn hier dieses Geld, dieses EU-Geld eingesetzt wird, denn der unter Naturschutz gestellte Wolf wird auch durch europäisches Recht geschützt. Der von der neuen Kommissionspräsidentin vorgelegte Plan für einen Green New Deal lässt da durchaus Hoffnung aufkeimen bei mir. Wir haben auch in unserer Koalitionsvereinbarung ausdrücklich vereinbart, dass wir uns für eine auskömmliche Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik einsetzen und für eine stärkere Umverteilung in Richtung der neuen gesellschaftlichen Forderungen uns einsetzen. Und die Unterstützung der Schaf- und Ziegenhalter gehört genau zu diesen gesellschaftlichen Anforderungen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal sagen, ich weiß tatsächlich, was es bedeutet, Zäune zu bauen im bergigen Gelände, in hängigen Gelände, über Bachläufe hinüber. Ich habe mit meiner Kollegin und meinem Kollegen in Fahrenbach über 100 km Zäune gebaut, Festzäune, mobile Zäune, die man wieder abbauen musste. Ich habe auch 1,60 Meter hohe Zäune gebaut, um das Rotwild von unserem Getreide abzuwehren. Ich weiß da, wovon ich spreche. Und wir werden nicht umhinkommen, dafür Sorge zu tragen, dass vor allem unsere Schafe- und Ziegenhalter genug Einkommen erwirtschaften, damit sie diese schwierige Arbeit tun können. Bevor ich zum Schluss komme, noch ein Wort zu dem Antrag der FDP. Sie versprechen ja gern das Blaue vom Himmel runter, weil Sie weder im Bund noch im Land Verantwortung tragen. Das ist ja, dass Sie da nach den Wahlen sich nicht drum gerissen haben, das ist ja allen bekannt, sowohl im Land als auch im Bund. Und dann ist es immer wohlfeil, alle möglichen Forderungen aufzustellen. Ihre Vorschläge mit dem Jagdrecht, die Probleme der Schaf- und Ziegenhalter in Hessen zu lösen, die sind einfach unredlich. Die sind genauso unredlich, wie sich einfach über die Vorgaben der EU bei der Düngeverordnung hinwegzusetzen. Sie streuen damit den Landwirten Sand in die Augen. Das funktioniert so nicht. Deshalb sollten Sie auch nicht dem FDP-Antrag zustimmen, sondern unserem gemeinsamen Antrag. Vielen Dank. Danke, Herr Müller. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Hinz das Wort. Meine Damen und Herren, Schaf- und Ziegenhaltung ist in Hessen für die Landschaftspflege besonders wichtig. Und deswegen unterstützen wir die Schaf- und Ziegenhalter auch sehr und werden das auch künftig noch stärker machen. Und zwar auch wegen der genannten Schwierigkeiten, die der Abgeordnete Müller bereits hier vorgetragen hat, aber auch, weil wir wissen, dass Wölfe nicht nur Hessen durchwandern, sondern die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein oder zwei Wölfe sich in der nächsten Zeit hier niederlassen könnten. Und wir nehmen die Sorgen, und ich persönlich nehme die Sorgen und Befürchtungen der Schaf- und Ziegenhalter sehr ernst. Wenn ein Wolf ein oder mehrere Schafe einer Herde reißt, wie das ja auch bereits vorgekommen ist, auch in Hessen, kann das für Weidetierhalter und Weidetierhalterinnen finanziell eine große Schwierigkeit bedeuten. Aber viel schwieriger ist es für die Weidetierhalter, das emotional auszuhalten. Und auch deshalb gilt es, im Rahmen des Möglichen, diese Risse, die Übergriffe von Wölfen zu verhindern.
Das wird nie vollständig gelingen, keine Frage, aber man muss es so gut wie möglich verhindern. Aus diesem Grund fördern wir bereits Herdenschutzmaßnahmen, und wir haben auch einen Wolfsmanagementplan aufgestellt, in dem übrigens alles drinsteht, Herr Kollege Lotz, was Sie da vorhin alles aufgeführt haben. Da steht schon alles drin, das können Sie alles nachlesen. Aber wir haben bereits vor 2 Jahren dann auch die Herdenschutzprämie aufgelegt. Letztes Jahr haben wir sie weiterentwickelt zur Herdenschutzprämie Plus und werden das Herdenschutzprogramm von 31 € pro Hektar auf 40 € pro Hektar jetzt aufstocken, und zwar auch noch weitergehend für Tierhalter ab 4 Schafen oder Ziegen auf 2 Hektar. Sehr unbürokratisch. Unbürokratischer geht es eigentlich kaum noch, weil das eben nicht nach EU-Richtlinie geht. Wichtig ist allerdings, und ich will das noch einmal eindrücklich und eindringlich sagen, wichtig ist, dass die Herdenschutzmaßnahmen auch ergriffen werden, dass elektrifizierte Zäune gestellt werden, weil Wölfe lassen sich nur dann abschrecken und lernen nur dann, wenn sie merken, dass sie nicht einfach an die Herden rankommen. Das bedeutet natürlich erst einmal noch einmal eine neue Herausforderung und Anstrengung, aber nur so werden wir gemeinsam den Umgang mit dem Wolf auch tatsächlich auf eine tragbare Basis in Hessen stellen können. Falls es zu Rissen kommt, gleichen wir die Schäden auch völlig unbürokratisch aus, und zwar pro Tier, pro Schaf oder Ziege vollständig und auch die indirekten Kosten wie etwa Tierarztkosten. Auch die sind jetzt schon völlig unbürokratisch übernommen worden. Man kann jetzt eine Richtlinie machen, wie das die Schafhalter fordern. Das können wir gerne tun. Das haben wir mit Ihnen auch andiskutiert. Dann wird es aber bürokratischer, weil Sie dann genau alles nachweisen müssen. Deshalb werden wir da mit Ihnen im Gespräch bleiben, ob das so sinnvoll ist. Ich will Ihnen einmal sagen, dass die Unterstellung des Wolfes ins Jagdrecht zurzeit völlig falsch wäre. Der Wolf ist naturschutzrechtlich hochgeschützt nach dem EU-Recht. Es macht überhaupt keinen Sinn, ihn in einen zweiten Regelungskreis reinzunehmen, weil er würde weiterhin nach Naturschutzrecht geschützt sein. Jetzt haben Sie auf Finnland verwiesen, weil das ja da angeblich so gut läuft mit dem Jagdrecht und der Obergrenze. Gerade für Finnland hat der EuGH jetzt ein Urteil gefällt bezüglich 2 Jägern, die dort 2 Wölfe abgeschossen haben. Es ist völlig klar nach diesem EuGH-Urteil, dass es enge Grenzen für Abschüsse gibt. Es muss ein klares Ziel definiert werden von der Behörde. Es muss wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass der Abschuss diesem Ziel dient. Und er ist nur erlaubt, wenn es keine Alternative gibt. Das gilt für ganz Europa. Und es muss bewiesen werden, dass das Vorgehen den Bestand nicht mindert. Und dafür muss man prüfen, wissenschaftlich, wie groß das Rudel ist. Meine Damen und Herren, und das wird auch nach der erneuten Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes genauso gelten, auch in Deutschland. Wenn es ernste Schäden gibt bei uns. Ministerin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ja. Vom Herrn Rock. Herr Rock, drücken Sie mal. Frau Ministerin, wenn Sie so auf die Rechtsprechung der Europäischen Union abheben, warum hat Sie das beim Tötungsgebot bei der Windkraft überhaupt nicht interessiert, wenn Sie sich hier so als rechtsstaatlich verbindlich darstellen? Sie haben ja ein nettes Urteil gekriegt an der Stelle. Also Herr Rock, das finde ich jetzt echt,
echt kurios, ja? Also jetzt wollen Sie von dem Problem ablenken, das Ihnen die Kollegin Knell hier eingebracht hat, dass sie auf Finnland verwiesen hat und das Jagdrecht, das angeblich so klasse ist für den Wolf. Und ich habe Ihnen gerade nachgewiesen, dass Sie da völlig falsch liegen. Und Sie kommen einfach mit Ihrem Lieblingsthema, weil Sie es nicht verkraften, dass wir hier die Windkraft in Hessen stärken wollen. Also das ist nur wirklich reichlich absurd. Ja? Also, meine Damen und Herren, auch in Hessen werden Wölfe natürlich entnommen, wenn sie systematisch entsprechend Zäune überwinden und Schafe oder Ziegen oder andere Tiere reißen. Hybride können auch jetzt schon entnommen werden. All dies ist nicht das Problem. Was ein Problem ist, ist tatsächlich die wirtschaftliche Existenz für Schaf- und Ziegenhalter trotz unserer Naturschutzleistungen von rund 10 Millionen Euro, die wir an die Weidetierhalter verausgaben, trotz unserer Herdenschutzprämie Plus. Deswegen wollen wir weiter auf die Redezeit. Deswegen wollen wir, wenn der Bund jetzt nicht auf unseren Bundesratsbeschluss reagiert und eine Weidetierprämie einführt, dieses in Hessen selber machen für Schafe und Ziegen. Und wir werden natürlich weiter mit den Tierhaltern im Gespräch bleiben, wie wir auch die GAP-Reform in ihrem Sinne nutzen können, damit wir ihre Existenz in Hessen dauerhaft sichern können, trotz Wolf, wenn er hierher kommt. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt und überweisen beide Anträge zur weiteren Beratung in den ULA.